Leben hier. Also, achso, mit einem Draufstand. Ja, das klappt so. Das sieht aber ganz gut aus, muss ich sagen. In der Technik? Ja, das ist gutes Beast-Design. Ist es? Oh geil. Also ist wahrscheinlich nur links töten und rechts ist ein Tod weg. Also wie gehe ich hiermit um? Also mit gut getimten Hüpfern aufs ganze Größte und dann irgendwie so Richtung Kopf und dann mit dem Zwerg schlagen. Oh nein. Ja, ich. Nee, weil er so häufig da reinbeißt in die Schleife, dass er da so viel Mayhem verursacht. Leuchten da. Flame Butcher. Ah, der macht es immer wieder mit seinem Flame Butcher kaputt. Ach ja, die ist eigentlich zu Ende. Aber mit dem Schild ist ganz gut. Ja. Oh Mann, ich springe ab. Oh Gott, das ist wirklich. Das spielt eine Nutshell. Ja, ein sehr angemessener Endkampf. Lassen wir nicht abziehen. Au! Ja, ja, nein! Oder? Nee, nee, nee.
der Frau da auch was ausrichten im Sinne von Pfeilen? Vielleicht, wenn du von oben schießt. Yes! Your treasure will not go unpunished! You betrayed your sister to become queen! And I would have stayed queen if the forest hadn't stolen her powers. Tremble in fear! Creatures of the night, heed my call! Deal with this rubble! Oh, ein Checkpoint hier. Ja, die muss halt Zeit, loslassen. Weil ich doppelt angegriffen wurde. Ach, von unten? Ja. Die kommt immer neu? Ja. Oh, da muss man viel beachten mit dem Schwert. Ja, das ist nein. Zauberer hilft gar nicht. Ne? Hätte man bei diesem Spiel eigentlich auch alles erlaubt. Fools! You think you could injure my pet? His will is bound to my will. His strength to my strength. Ja, das heißt doch wohl, dass ich dir auch nicht verlegen muss oder was. Hast du das gerade selber weggeschlagen mit dem? Und ich brauche keinen Rand. Nee, das ist mir egal, das ist ja eine Tür, die Angst. Wir sind da so explosiv besser. Das ist auch nicht, oder? Nee, ich habe ein bisschen Sorge, dass er jetzt sozusagen. Das ist doch total gut. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob es reicht. Guck dir doch einfach die Animation an, wenn du triffst. Ja, aber ob das nicht vielleicht eher so eine Art Stun-Mechanismus ist. Ich muss mehr machen. Aber er geht doch immer weiter in seiner. In seinen, in der ja, das stimmt. Oh. Das ist schon ganz schön pompös hier, was passiert. Eine Frau. Ich glaube, das wird das Finale. Das ist schon 24 Minuten lang das Video. 24? Ja. Naja, das war zweimal. Nein! Den Farben und dann ist er. Oh, du stirbst es. Kannst du ja aussuchen. Boah, war das knapp. Hier ist der Magician. Monster Levitation. Gott, der arme Kerl. Yes, das wird's. Nein, die Pflanze ist irgendwie. Das ist irgendwie schon nicht so lange jetzt hier passiert. Oder das ist länger nicht gekocht. Dass diese Dinger hagelt, macht mich irgendwie stutzig. Kannst du jetzt? Das ist gut,
Explosionskraft von deinem Feuerschwert geschlagen. Ja. Vielleicht kannst du jetzt mit dem Zauberer, wenn du da sind, irgendwie ins Ohr. Das ist eine ganz gute Idee. Er hat ja auch gar keine Weak Points mehr, sehe ich gerade. Oder? Die Ohren sind ab, weißt du? Die Ohren nicht? Ja. Die leuchten nicht mehr. Ja, okay. Ich bin wunderbar, wie ich mich habe. Ich will auf jeden Fall was mit diesen Dingern machen. Jetzt. Brennt irgendein? Wer macht der von der Feuerwaffe? Nicht zu sein Feuer. Ja, hier steht drauf. Brennt nicht für ihn. Dann nimm es hoch und halt ihn für die Schnauze wieder Feuer. Ja, auch eine gute Idee. Aber wenn jetzt der Magier meine einzige Waffe ist, fürchte ich lieber, was dieses Schild alles aushält, ne? Harry not nice. Und was? Das ist kein Star. Das musst du gleich triggern, indem du unter ihm vorbeiläufst. Sind das keine Befreien von Himmel? Nur die Stachlis. Die Stachlis? Die haben ganz jetzt. Dann renn aus. Wo ist mein Scheiß? Das gibt's doch nicht. Auf jeden Fall irgendwas mit dem blöden. Wenn wir das Video mal ausmachen, das dauert schon so lange. Machen wir ein kurzes Video. Okay. Hoffentlich habe ich das gut zusammengeschnitten. Wir haben den riesigen. Die blöden Brüder sind die Leute, die es schaffen. Ein Weak Point nicht mal dann zu sehen, wenn er ihm mit einer riesigen Anzeige in die Fresse gehalten wird. Sei doch die Frau. Ja, ich will die Frau sein, aber ich will mich auch verteidigen. So, wie mache ich das jetzt? Wo ist denn sein Horn? Ja, wenn er hier, jetzt, da sieht man es. Ah. Ist doch voll getroffen. Hätte ich das auch gedacht. Jetzt habe ich es getroffen. Ja. Das war's schon. Das war's schon. Ich dachte, das wir haben nur das Finale Video. Das dann. Sehr hilfreiche Icon, wo er noch. Also sie in den Tod gestürzt. No. Nicht so wirklich spektakulär. Sleeping Princess began to untangle and withdraw. What is happening? Am I alive? Rosie. The amazed heroes saw Rosabelle fall down into the underground lake. Jetzt kriegen wir bestimmt Ärger mit Isabel, weil wir ihre Schwester umgebracht haben. Meinst du, ist sie so gutmütig, dass sie da nicht nachtragend ist? Sie weiß es ja gar nicht. Sie rettet sie. Siehst du? Ja, ein geiles Ende gewesen, wenn sie einfach mit ertrunken wäre. Nur dann hätte das Volk richtig frei sein können. Ich habe gar kein Volk gesehen.
Tau? Doch, das mehrere von denen mit einem Schwert zerteilt. I'm afraid your castle lies in ruins. Not to mention you've some grave issues with your plumbing. Das ist das Volk, diese Goblin-Banden? Ja. The portals are all gone now. Just then, the trine appeared. Warum auch immer? Es ist doch in ihnen drin. Ich verstehe diese Trine-Scheiße nicht. Vielleicht musst du dafür den ersten Teil gespielt haben. Habe ich, zur Hälfte. Du fandest es trotzdem eine gute Idee, den zweiten Teil... Nee, ich habe den ersten Teil angefangen, nachdem ich den zweiten Teil angefangen habe. We did what we set out to do. Our kingdom is safe, and the forest has turned back to normal. How did we do that? It was Isabel's magic that affected the forest. Now that she's free, the balance has been restored. Now, I forgot to bring that magic water with me for the potatoes. Here, I have a whole skin full of magic water. Zoya, you're a decent sort after all. It'll cost you 5 gold. What? You already got a crown today. The three heroes spent the night talking of the great adventure before they headed back home. Oh mein Gott, das ist wie so ein NES Spiel Ende. Ja. Ja. Es ist einfach. Oh yes, I wish. Das ist der Teaser auf DLC. Sinister figures stirred in the woods surrounding Amadeus's cottage. Das ist jetzt schon das Intro zum DLC. Ja, dann brich es vielleicht ab. Das ist hier. Oh. Du hast recht. Das sind Bewohner. Die machen Hausmolesting. What is the meaning of this? Unhand me this instant. Those no good heroes won't mess up our plans this time. Das stimmt. Weil wir DLC nicht spielen. Richtig. Ja, jetzt beginnt nämlich der DLC mit weiteren Chapters und wir sind glücklich, ihn nicht spielen zu müssen, weil wir unseren Auftrag Trine 2 durchzuspielen. The heroes will not return this time. Jo. Die Dorfbewohner sind sich selbst überlassen. Die rapenden Goblins werden nicht von uns aufgehalten. Vielleicht hat sie jemand anderes Lust dazu, wir nicht. Ja, Trine 2 ist beendet. Wie fühlst du dich damit? Erleichtert. Erleichtert, ne? Ich auch. Ich finde das gut. Also als Skeptiker von Indie-Spielen, ich möchte dir sagen, das ist nicht repräsentativ. Ich habe nie behauptet, ich wäre ein Skeptiker. Diese ganze Indie-Scheiße kenne ich nicht, hast du vorhin gesagt. Ja, gut. Ja, ich bin einfach... So, ich habe nur eine lockere Zunge, du kennst mich doch. So, hier hören wir auf. Hier hören wir auf. Drück bitte auf Start, sonst findest du kein Ende. Main Menu. Accept. Ja, das ist mit der Director's Cut, der beinhaltet den DLC. Tolle Art von Director's Cut. Das hat überhaupt nichts mit Director's Cut zu tun. Das ist einfach Game nur... of the Year Edition. Ja, genau. Da werden wir uns nicht weiter mit befassen. Wir haben Trine Andy abgehakt von unserer Liste. Das ist gut. Nie wieder Trine. Wir sind echte Hater. Wir hassen Kirby und das und Birthday Blowout. Nein, Birthday Blowout war ein gutes Spiel. Of Mana. Das war ein gutes Spiel. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Na gut, hier soll es jetzt nicht um Birthday Blowout gehen, sondern um Trine 2. Guck doch mal Birthday Blowout. Da ist ein Magier, da ist eine Diebin, was ich ein bisschen sexistisch finde. Und wieso ist das sexistisch? Zwerg. Naja, weil das doch die einzige Frau, die vorkommt, die eine Sprechrolle hat, ist eine Verbrecherin. Aber das ist ja nicht sexistisch. Naja, ich finde schon. Das ist... Und ich weiß nicht... Das ist nicht, zumindest kein klassischer Sexismus. Ich weiß nicht... Es reduziert sich ja nicht auf ihre Sexualität oder ihr weibliches Geschlecht, sondern es sagt nur, Frauen sind Diebe. Sagt es eigentlich auch nicht. Es sagt nur, diese eine Frau ist eine Diebin. Ja, aber es gibt halt keine anderen. Ich möchte behaupten, ich glaube nicht, dass das Spiel den Bechdel-Test bestehen würde. Den Bechdel-Test? Bechdel-Test. Was ist das noch? Das wird eigentlich auf Filme angewandt. Ob er sexistisch... Naja, das ist etwas plakativ formuliert. Aber hat der Film... mehr als eine weibliche
Figur, die auch einen Namen hat, die man erfährt. Isabel, Rosabel, Zoya. Und da halten sich in mindestens einer Szene zwei dieser Frauen miteinander, ohne dass es thematisch um Männer geht. Ja. Zoya und Isabel oder Zoya und Rosabel. Jetzt weiß ich den dritten Faktor nicht mehr. Die meisten Filme bestehen scheitern daran schon. Das ist wirklich wahr. Ist das nicht erschreckend? Erschreckend. Wir sind noch nicht weit genug im Jahr 2018. Im Gegenteil, das Rad der Zeit dreht sich immer weiter zurück. Aber wir gehen voran. Wir haken Spiele ab, die wir im Jahr 2012 begonnen haben. Das war's. Gibt es mindestens zwei Frauenrollen, sprechen sie miteinander, unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann. Ja. Ja. Ja, ist trotzdem ein Scheißspiel. Ändert nichts daran. Ja, leider ist es nicht gut. Es ist so. Es ist nicht gut. Ich möchte sagen, ich habe es von Anfang an gesagt. Also, wenn wir darüber sprechen, kann ich zusammen sagen, was gut daran ist, neben der schönen Optik, ist, dass ich diese Physikspielereien und so und diese Manipulation der Umwelt schon ganz cool finde. Ja, und auch die drei Figuren, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben, finde ich ja, auch ganz cool. Aber das wiederholt sich so das fucking Problem schnell. Ist, dass das es kein Level-Design hat. Ja, und das Spiel ist auch viel zu lang. Ja, es ist zu lang, es hat kein Level-Design. Es ist so, dass es gar kein Pacing und keine Progression gibt. Ja. Einfach noch irgendein Labyrinth mit weiteren Schalter, Puste, sonst was Rätseln. Man hat gar nicht das Gefühl von, man lernt was dazu, man schreitet voran, sondern es ist einfach willkürlich zusammengewürfelte Level. Und die größte Scheiße ist diese Steuerung. Dieses hakelige, nervige, träge, zähe Versuchen, irgendwas irgendwo rumzubiegen. Ja. Es macht einfach gar keinen Spaß. Richtig. Und Videospiele sollen Spaß machen, es sei denn, sie haben einen pädagogischen, narrativen Auftrag, was dieses Spiel auch nicht von sich behaupten kann. Richtig. Was würdest du so in Noten geben, von 1 bis 10? 1 bis 10, vielleicht eine 3. Das ist aber hart. Ich habe jetzt schon mit einer 4,5. Ich war erst bei 2. Ich habe mir schon wenig gezeigt, eigentlich nur 3. Na, wir werden das sehen, was wir am Ende für eine Note geben. Bis jetzt verabschieden wir uns. Ab jetzt verabschieden wir uns. Und wünschen euch einen schönen, schönen Tag. Ja, ich hoffe, ihr könnt euer Leben mehr genießen als wir, während wir Trine 2 gespielt haben. Welches Projekt empfiehlst du den Leuten, die sich hier bis hierhin durchgebissen haben? Als Belohnung. Die sich bis hierhin durchgebissen haben, gucken alles, was wir hochladen. Das ist wirklich vergebene Liebesmühe. Stimmt. Wir können euch keine Empfehlung geben. Ihr kennt alles. Man kann uns einfach insgesamt empfehlen. Guck mal, wusstest du, dass ich hier spiele? Nein, das wusste ich nicht. Und das macht mich jetzt aber auch nicht irgendwie versöhnlicher mit dem Spiel. Nicht auf 3,5 gehst du hoch? Nein, das ist jetzt wie bei. Also, wenn das meine Wertung um 0,5 Punkte erhöhen könnte, dann. Kannst du ja was zerstören und auf den Pumpkins hüpfen, dann? Dann wäre ich kein guter Videospielkritiker, der ich nachweisbarerweise bin. Nachweisbarerweise? Ja. Ist das richtig? Ja, könnte man so sagen. Wir schwingen uns ins Ende dieses Videos. Und ins Ende dieses Projektes. Tschüss Trine, tschüss Dieben, tschüss Zwerg, tschüss alter Dude. Wir sehen uns in der Hölle wieder.